Was ist die beste Waffe und kann ich mir das beste IQ mit Gold kaufen? Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Frage- und Antwort-Video. Die Frage heute stammt von Jason. Er fragt, was ist die beste Waffe und kann ich mir das beste IQ mit Gold kaufen? Das kommt natürlich ganz darauf an, was für dich im Endeffekt die beste Waffe ist. Für die meisten ist definitiv die Waffe von Silberstahl wirklich interessant und ja, im Prinzip kannst du dir diese mit Gold kaufen. Du musst lediglich im Red Discord oder hier unten im Fraktionschat einfach abwarten, bis jemand Iron Arc, die Stählerne Arche, den dritten Boss, das Waffenmaterial verkauft. Und dann kannst du dann im Spiel erworbenes Gold dafür aufwenden, dieses Waffenmaterial zu kaufen und so an die Waffe zu gelangen. Neben dem Waffenmaterial benötigst du natürlich auch noch hochwertige Steine der Verwandlung, Schneegeiststeine, Kristalle, die du dir zwar nicht kaufen, aber du kannst die Mondsteine holen. Die kannst du zu Kristallen umwandeln, deswegen ja, auch diese Materialien kannst du dir für Gold holen. Einzig und allein, dieses Erz aus Silberstahl musst du dir über Wochen zusammenfarben und dieses kannst du dir nicht für Gold kaufen. Um dir nun einige Erze zu ersparen, macht es deutlich Sinn, erstmal den PvE-Pfad nachzugehen. Hier benötigst du statt dem Erz meistens eine Chi-Waffe von verschiedenen Dungeons, die du schon laufen kannst. Aktuell in den höheren Stufen, weil wir dort noch keinen Dungeon haben, wo eine entsprechende Waffe droppt, brauchst du hier dann eine Kristallessenz und diese kannst du im Endeffekt auch wiederum für Gold kaufen. Du benötigst nur ein paar geweihte Kugeln, ein paar Mondsteine und eine heilige Fiole, die du dir als heilige Essenz kaufen kannst bzw. selbst herstellen. Mit Stein der Verwandlung, seelengebundenen Stein, Mondstein und geweihten Kristallen und Ringstein des dämonischen Geistes. Die bekommst du im Kältelager, im schwebenden Altar. Mit der Wahrscheinlichkeit hast du da schon einige von gesammelt und hast sie bislang noch nicht aufgewandt und hast sie bislang noch nicht genutzt. Deswegen, hier kannst du sie nutzen für die heilige Essenz, dann für die Kristallessenz, um dann hier die letzte Stufe auf der PvE-Fahrtwaffe zu nehmen. Natürlich gibt es dann auch wieder einige Klassen, zum Beispiel den Elementarkämpfer, der auf der PvE-Fahrtwaffe bleiben möchte. Das Hauptaugenmerk hierbei gilt natürlich dann, welche Fähigkeit verbessert die Waffe, die ich habe, am meisten. Brauche ich die Abklingszeit hier oder brauche ich die ganzen Multiplikatoren dort? Im Endeffekt am günstigsten und am effizientesten gehst du hier auf der rechten Seite komplett den PvE-Pfad hoch und dann mit wenig wie möglichen Erzen rüber zur Silberstahlwaffe und die Schuppenfragmente des Ältesten hier von den friedlichen Hügeln bis zu der Höhe der Avamar kannst du dir laufen und dort für Gold ersteigern. Und für das restliche EQ gehen wir mal davon aus, aktuell das neueste EQ ist ja das neue Armband aus dem Nerjohanischen Heiligtum. Du brauchst das unvollständige Armband, da schauen wir sofort im Anschluss, wo wir das herbekommen. Ansonsten das Armband des Wurzelstammes, das bekommen wir hier oben in Seolak bei Valindria, ist ein Händler gegen Nayosilber, tauscht er dir das ein. Das Armband des Tyrannen musst du dir in der Zitadelle des Wahnsinns für Gold ersteigern, meistens relativ günstig, weil Zitadelle des Wahnsinns schon ein etwas älterer Content ist. Die Kristallessenz, da hatten wir bereits darüber gesprochen, wie du sie herstellst und für die Nachtschuppen bzw. Fragmente der Nachtschuppe musst du im Nayoranischen Heiligtum Gold für bieten, also ja, die kannst du dir auch für Gold kaufen. Hochwertige und Steine der Verwandlung kosten ebenfalls Gold, wenn du sie im Auktionshaus F5 kaufst. Makellose Edelsteine kannst du dir hier auch im Drachenexpress für 15 Gold kaufen. Das Armband des unangefochtenen Königs, dieses kannst du hier auch für Gold kaufen. Dafür musst du sehr viel Glück haben und im Nerjohanischen Heiligtum den Legend Rug bekommen. Dann kannst du da mit deinen Mitgliedern drum bieten. Ansonsten nach 100 Runs, wenn du den Zerstörer des Tempeltitels hast, dann kannst du dir auch hier bei Jin Sorai für 300 Kerne das Armband der Truhe des stärkeren Nerjohanischen Heiligtums kaufen. Das unvollständige Armband des unangefochtenen Königs kannst du dir dann hier bei Kangcha entweder für das Tauschticket und 150 Gold oder ganze 7 Nachtschuppen kaufen. Ansonsten kannst du dir mit dem aktuellen Event auch den Halsschmuck der Orkanbuttin und ihre Handschuhe für jeweils 80 Erntedankfestmale im Drachenexpress kaufen. Ist aktuell der beste Handschuh, der beste Halsschmuck, der im Spiel drin ist. Mit Bedacht, im nächsten Patch kommt das Dollhaus, dort bekommen wir dann neuen Halsschmuck, Handschuh und Ring. Und bei dem EQ der Orkanbrotin benötigst du Schuppen des Ältesten und nicht die Nachtschuppen. Diese kannst du dir von Avamar bis zu den friedlichen Hügeln dann auch wieder für Gold ersteigern oder für weitere Erntedankfestmale im aktuellen Event im Drachenexpress kaufen. Und ansonsten bei der wahrhaft leuchtenden Seele und wahrhaftigen Gefährtenstein des Azurblauen Himmels ist neu versiegelnd verfügbar. Das bedeutet, diese kannst du dir mit versiegelt Talisman
und Gold bzw. Siegeltalismane kannst du hier in F5 auch kaufen, um diese dann neu zu versiegeln und auch für Gold zu erwerben. Hier kann es allerdings sein, dass du dem Verkäufer die Siegeltalismane geben sollst oder nochmal extra für die Siegeltalismane bezahlen sollst. Deswegen achte da beim Kauf unbedingt drauf, bei wem du dies kaufst. Ansonsten alle anderen Materialien findest du natürlich auch in F5 in dem Auktionshaus. Sollte hingegen deine Frage darauf abgezielt haben, ob du das EQ direkt im Auktionshaus kaufen kannst, dann muss ich dies leider verneinen. Es ist ein Grinder-MMO, deswegen die Dungeons solltest du nach Möglichkeit laufen. Das war es auf jeden Fall erst einmal mit diesem Video. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare.